Bist du eigentlich schon ein Wikisaner? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Ja, es gibt ein neues Wort. Ich habe das heute zum allerersten Mal gehört. Ich kann mir vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Aber über dieses Wort und die Bedeutung darüber möchten wir heute reden. Es geht um die Robotokratie. Was ist das? Was müssen wir uns da vorstellen? Und für was ist es auch für Sie wichtig, diese Sendung gleich anzuhören? Ich sitze heute mit einem Mitglied zusammen, nämlich mit Professor Dr. Stefan Hockertz. Und nach dem Intro legen wir los. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Professor Dr. Stefan Hockertz, willkommen. Hallo. Hast du dieses Wort kreiert, erfunden, entdeckt oder um was befindet und woher kommt das? Ja, ich habe es entdeckt. Ich bin eh auf der Suche nach neuen Worten, weil ich gelernt habe, dass neue Systeme, ich will jetzt nicht sagen Regimes, aber neue Systeme auch immer neue Sprache mit sich bringt. Mhm. Und da gibt es ja so Begrifflichkeiten wie symptomlos krank oder alternativlos. Alternativlos. Da gibt es so Worte. Putin ist schuld. Lockdown. Ich weiß nicht, was alles. Also diese ganzen Begrifflichkeiten, die wir haben lernen müssen, die ja von vor 3 Jahren noch gar keine Rolle gespielt haben. Ja. Und nach diesen Worten suche ich, es gibt ja jetzt ganz viel von den Alten, das bin ich gar nicht so interessiert. Und so bin ich durch einen Ausspruch eines Journalisten, der über KI etwas schreiben wollte oder geschrieben hat, auf den Begriff gestoßen, Robotokratie. Neu. Setzt sich zusammen natürlich aus dem uns bekannten Wort Demokratie, Demos das Volk, also die Kraft oder die Macht, die vom Volk ausgeht, und Roboter, also Maschinen, letztendlich denkende Maschinen. Und er bezog das darauf, dass es einen Kongress gab in Genf, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wann das war, aber es muss 2023 gewesen sein, relativ frisch, wo ein Roboter namens Sonja sehr menschähnlich aussah und dort also die Zuhörer begrüßte und tatsächlich wie ein Mensch aussah, schon erschreckend ein Stück weit, und behauptete, dass sie, Sonja, sehr selbstbewusst offensichtlich, dass sie besser sei als alle Vorstandsvorsitzenden und besser auch Unternehmen führen könnte, als die das machen könnten und so weiter und so weiter. Also die Roboter seien die besseren Menschen. Also nicht mehr Demokratie. Der Mensch sozusagen hat die Macht, ein Volk oder das Volk hat die Macht und das Volk besteht aus Menschen, sondern die Macht durch Roboter. Mich hat das natürlich sofort erinnert an die Filme Terminator, ne, die wir alle kennen, und wo ja genau dieser Kampf gegen Roboter, gegen Maschinen eine große Rolle spielt und die Maschinen die Entscheidung übernehmen. Und die Maschinen regieren. Und Robotokratie ist nichts anderes als die Regierung durch Maschinen. Und damit habe ich mich etwas beschäftigt und habe gesagt, was sind eigentlich Roboter? Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? So bin ich gerade drauf gekommen, weil in irgendeinem einleitenden Nebensatz von künstlicher Intelligenz sprachst. Ja, eigentlich ist es keine künstliche Intelligenz, es ist ein Kopierer, es ist nichts anderes als ein Fotokopierer. Wir sollten mal kritisch mit diesen Begrifflichkeiten umgehen. Künstlich heißt, das ist nicht echt. Mhm. Künstlich ist immer etwas, was geschaffen worden ist. Also nehmen wir mal das Wort künstlich raus und sagen, es ist geschaffene Intelligenz. Ja. Okay. Mhm. Geht das überhaupt? Was ist Intelligenz? Intelligenz ist ja etwas, was aus sich selbst heraus neue Schlüsse zieht. Ich bin mir sicher, das kann das gar nicht. Das heißt, der ganze Begriff KI, künstliche Intelligenz, ja, ist schon wieder ein Wort, ein Witz, was in sich falsch ist. Ja, natürlich. So, völlig falsch. Das heißt, ein Roboter, der mit künstlicher Intelligenz arbeitet, ist ja nichts anderes. Und das ist das, was ich ja damit sagen will, ist ja nichts anderes als der Programmierer, der sitzt nämlich dahinter. Der Programmierer des Roboters, der möchte Macht ausüben über die Menschen. Derjenige, der diesen Roboter steuert, der möchte Macht ausüben über Menschen. Nicht der Roboter. Deshalb ist es keine Robotokratie. Es ist wieder ein ganz böses Wort, was wieder die Verantwortung woanders hinschiebt. Die Verantwortung auf Maschinen.
Eine Maschine hat keine Seele. Eine Maschine hat keine Selbsteinsicht. Mhm. Darauf sollten wir uns mal verabschieden. Eine Maschine befolgt den Befehl desjenigen, der die Maschine steuert. Das heißt, wenn mir jemand erzählt, das neue Leben sei die Robotokratie, also die Herrschaft der Maschinen, sage ich, nein. Nein. Es ist die Herrschaft derjenigen, die als Einzelne dort sitzen und die Maschinen steuern. Das ist die wahre, sozusagen, der wahre Hintergrund dieser Begrifflichkeit. Und ich finde das wichtig, dass wir uns mit solchen Begrifflichkeiten auseinandersetzen. Denn viele Menschen haben tatsächlich Angst vor diesen lernenden Robotern, vor diesen lernenden Geräten, vor diesen lernenden Computern, die offenbar, wie man uns sagt, in der Lage sind, selber zu entscheiden plötzlich, neue Algorithmen aufzustellen. Und ich sage, nein, es ist immer der dahinter sitzende Programmierer, der uns beherrschen will. Und ganz lustig, dass ja einer derjenigen, die uns wirklich beherrschen wollen, tatsächlich nichts anderes ist als ein einfacher Programmierer. Wie heißt er noch? Gates. Mhm. Mhm. Schon interessant, dass der genau aus dieser Szene kommt. Derjenige, der Systeme programmiert oder seine Firma, die das macht, mehr recht als schlecht, der genau aus dieser Szene kommt, wo man Maschinen einsetzt, die uns nachher beherrschen sollen. Und eine Form von Roboterkratie haben wir schon. Ich meine, geh mal durch einen Zug oder geh mal durch einen Park. 90% aller Menschen gucken in so ein kleines Ding, was in so eine Hand passt. Heißt, glaube ich, auch noch Handy. Und das ist natürlich eine Einflussnahme. Und sie glauben sofort, was da drin steht. Das ist ein Gerät. Aber es wird ihnen nicht klar, dass hinter diesem Gerät, es gibt keinen Roboter, es ist nur ein Computer, dass hinter dem Gerät immer wieder Leute sitzen, die das programmieren. Programmieren bedeutet, wer sich das anschaut, wer sich davon beherrschen lässt, wird selbst programmiert. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, sich mal mit so einem Wort auseinanderzusetzen und dass es eine Robotokratie letztendlich so nicht geben kann, sondern dass es nur etwas ist, wie das uns sozusagen in der Technikgläubigkeit, in der wir uns befinden. Ganz was Fürchterliches. Die Technik löst ja alles. Ja? Dass wir in der Technikgläubigkeit tatsächlich nachher sagen, ja, wir werden von Robotern regiert. Nein, es sind Menschen. Ja, ja. Und die wollen uns nicht zwingend was Gutes. Das ist das schön, erklärst du das noch mal so schön. Ich hatte kürzlich einen Professor hier, der in der Robotik tätig ist. Und hat uns auch mal die KI erklärt. Bisher hatten wir Google, haben was gesucht, kriegen eine Seite als Auswahl. Wir können entscheiden, welche Seite. Und die KI ist eigentlich nichts anderes, als sie aus allen Seiten, die es in Google drin hat, eigentlich etwas zusammenstellt. Aber es ist nichts anderes als ein Fotokopierer mit Informationen von uns gefüttert. Genau. Fertig. Also nicht selbstdenken. Das ist nicht ein kompliziertes Hirn, wie wir es haben. Wir haben ja keine Ahnung, wie ein Hirn funktioniert. Sondern das ist rein Programmiere mit Chips oder das ganz einfache Gedichte. Also brauchen da keine Angst, oder? Naja, es ist auch ein Wegschieben von Verantwortung. Ich sag mal, es gibt Regierungen in dieser Welt, von der wir ja wissen, dass sie keine Verantwortung übernehmen und auch nicht übernehmen wollen. Ja, diese ganze Immunität von Politikern ist ja ein Wegschieben von Verantwortung. Mhm. Ich tue was, aber ich muss nicht meinen Kopf dafür hinhalten. Und es ist jetzt natürlich noch schlauer, den Roboter dazwischen zu schalten. Ja, diesen menschähnlichen, gewissenlosen, völlig empathiebefreiten Maschinensack. Das ist ja nichts anderes als ein Schraubensack. Da sollten wir mal wieder drauf zurückkommen. Der keine Empathie besitzt, der keine Ethik hat. Ja? Oder vielleicht hat er eine ganz andere. Er hat nämlich die Ethik derer, die ihn programmiert haben. Es ist eine programmierte Ethik, es ist eine programmierte Empathie. Dem sitzen wir jetzt gegenüber. Der Drohne, die uns das Essen abwirft, mit der fangen wir uns an zu unterhalten. Das ist ja der Schritt. Aber in Wirklichkeit sind Menschen dahinter. So, das heißt, der Mensch, der Politiker, der sich jetzt in der Robotokratie als Programmierer dahinter versteckt, sagt, ich bin unschuldig, das war die Maschine. Der übernimmt noch weniger Verantwortung. Wenn es schief geht, wenn Schwierigkeiten auftreten, und das kennen wir schon aus dem heutigen Leben, das kennst du auch. Du hast mal eine Zeitung abbestellt, hast gesagt, okay, nee, ich habe die jetzt 3 Jahre gehabt, ich will die nicht mehr länger haben. Du bekommst im nächsten Monat wieder eine Rechnung vom Verlag.
Ja, das so. Typisch. Das Typische, ja, kennen ja. wir alle. Du sagst, okay, ich habe zwar was anderes zu tun, aber ich rufe da jetzt beim Verlag an. Nette Dame am Telefon. Du sagst, schönen guten Tag, das war meine Nummer, ich habe das abbestellt. Und hörst zum Klicken auf dem Computer, ne? Da wird da so auf der Tastatur geschrieben. Sagt, ja, sehe ich hier, ja, sehe ich, ja, Sie haben es abbestellt, ja, und Sie haben die Rechnung bekommen. Und dann kommt der entscheidende Satz. Das war der Computer. Wie oft hast du das schon gehört? Ja. Das ist der Beginn der Robotokratie. Mhm. Nein, es war nicht der Computer. Da hat ein Mensch auf die Taste gedrückt, hat gesagt, schick die Rechnung raus. Und hat mal wieder nicht hingeguckt und hat nicht drauf geachtet. Und 9 von 10 zahlen es auch wieder. So, statt zu sagen, oh, da habe ich einen Fehler gemacht, wird heute gesagt, das war der Computer. So, das ist der Beginn dieser Denke, die so verfehlt ist, wie sie nur sein kann. Und die führt uns tatsächlich dazu, dass dann viele Menschen daran glauben, dass sie tatsächlich von Robotern regiert werden. Da steht dann kein Mensch hinter, ja, das ist die Maschine und niemand ist verantwortlich. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, was wir ganz, ganz früh jetzt anschauen sollten und ganz früh auch wieder die Menschen aufklären sollten. Glaubt da nicht dran. Sondern der Roboter ist nichts anderes als eine Maschine, als ein Werkzeug, ja. Und das Werkzeug ist nicht dafür verantwortlich, was der tut, wer dieses Werkzeug in der Hand hält. Klar. Ja, wenn ich jemanden mit dem Hammer erschlage, wird nicht der Hammer verurteilt, sondern der den Hammer in der Hand hatte. Ich war kürzlich, habe einen Test gemacht und war total erschrocken, sehr, sehr negativ erschrocken. Wir machen Videos und machen Texte. Und die gesprochenen Worte zusammen mit der Stimme meiner Tochter gibt immer Gänsehaut-Feeling. Es muss berühren, es muss ins Herz gehen. Mhm. Und dieses Jahr haben wir gesagt, okay, wir haben die Texte so weit und lassen sie durch die KI durch, um schauen, was kommt daraus. Dann haben wir das wieder ins Video eingebaut. Die Texte waren so schön, blumig, mit Fachwörtern und Schlagwörtern, Füllwörtern. Wunderbar, ich lese es durch und sage, wow. Dann machen wir das Video und es war emotionslos und kalt. Ja. Es kam nichts an, kein Haar stand auf, es war einfach tot. Wir haben die ganze Arbeit nochmals gemacht, selber mit unseren eigenen Texten. Jetzt lebt es wieder. Mhm. Und das war für mich etwas ganz Überraschendes, habe ich nicht erwartet. Mhm. Diese Texte sind tot, die leben nicht. Du berührst niemand mit KI-Texten. Ja. Letztendlich ein Beweis dafür, den du sozusagen im Eigenerlebnis durchgeführt hast, dass künstliche Intelligenz, das Robotokratie, das roboterhafte Denken, dass das mit Empathie, mit Gefühl, mit Ethik, mit Würde überhaupt nichts am Hut hat. Es gibt Dinge, die kriegst du nicht auf einen Chip. Tja. Das ist nicht möglich. Das ist dann wahrscheinlich die Seele, die wir nicht auf einen Chip kriegen. Ja, das hast du vorhin eben gesagt. Keine Seele, da habe ich es mir aufgeschrieben. Ja. Ja. Ich denke schon, dass das ein Aspekt ist, den wir immer wieder uns auch in den Kopf zurückholen müssen. Es sind Werkzeuge, die ich auch nicht frage. Ich frage den Schraubenzieher nicht, magst du jetzt die Schraube da reindrehen? Das wäre idiotisch, ne? Aber wir fragen den Computer, würdest du bitte mal dies machen, würdest du mal jenes machen? Die Leute sprechen mit so einer blöden Maschine von Amazon oder wie dieses Ding heißt und unterhalten sich damit. Das ist das Gleiche, als würde ich mich mit dem Schraubenzieher unterhalten. Mhm. Ja? Das tue ich. Ja gut, dann bin ich ein Fall für die Psychiatrie. Aber all die mit diesen Maschinen reden und auf Antworten warten und irgendwelche vorprogrammierten Antworten bekommen, eben wie du sagst, völlig gefühllos, völlig kalt, die finden es toll. Ich unterhalte mich mit meinem Kühlschrank. Es ist wirklich eine Situation, wo wir zurückkommen müssen. Und manchmal, ganz ehrlich, meine Lebensgefährtin sagt das ganz häufig zu mir. Manchmal wünscht man sich, dass wir technisch wieder einen Schritt zurückgehen. Das war ja so ein Einstein-Zitat, gell? Mhm. Das lassen wir jetzt mal auf der Seite. Wo ist denn, auch wenn wir jetzt einen Transhumanismus als Wort noch reinkriegen, dann ist ja da auch wieder Geschichten, wir lassen uns Chips implantieren und reden nach einer Chinesisch, Russisch oder weiß Gott was. Und der Fachmann aus der Robotik, der hier hat, sagt, Blödsinn. Wie soll ein Chip in einem solchen System des Hirns überhaupt irgendeinen Einfluss haben? Es ist nicht denkbar, wir haben keine Ahnung, wie das da funktioniert. Wie sollen wir einen Chip, der mit Einsen und Nullen funktioniert, in ein System des Hirns implantieren, der überhaupt nicht mit Einsen und Nullen arbeitet? Das
Die Vorstellungskraft habe ich auch nicht. Aber immer sage ich, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich bin kein Computerfachmann. Ich sehe andere Möglichkeiten und die sind schon mit Sorge zu betrachten. Es gibt ein Programm, ich glaube, das heißt Real Face, ich weiß es nicht genau. Ich habe das bei Hoch 2, habe ich mir das mal erklären lassen. Kastelberg sind da hervorragend, also er ist hervorragend gut aufgestellt in so einem Thema. Es reichen 3 Sekunden aus, wo du mich aufnimmst und wo du meine Sprache aufnimmst und meine Gestik aufnimmst, um mich sozusagen zu transferieren in eine andere Situation. Also er zeigte mir zum Beispiel den Film Zurück in die Zukunft mit diesem verrückten Professor. Mhm. Und es würde reichen, 3, 4, 5 Sekunden, vielleicht auch eine Minute, mich aufzunehmen, um dann diesen verrückten Professor mit meinem Kopf Dinge sagen zu lassen in diesem Film, mit meiner Sprache, klar, wo ich sage, Gott, mag ja ein verrückter Professor sein, aber in dem Film war ich nicht. Du kannst plötzlich im Hollywood-Film drin sein oder Nachrichtensprecher und du hast das nie gemacht, oder? Das ist Missbrauch. Das offenbart Möglichkeiten, da bekommt man wirklich große Sorge, wenn man das sieht. Ja, ja. Aber das ist genutzte künstliche Intelligenz in dem Sinne. Also das ist nichts anderes als Technologie. Mhm. Aber es verändert ja nicht mein Denken. Es verändert nicht meine Leistungen. Klar. So, und Transhumanismus hat etwas anderes vor. Transhumanismus hat ja vor, da braucht man nur diesen Herrn Harari zu lesen, wo einem ganz übel wird, Homo Deus. Das Buch lesen wir hier nicht vor, oder? Nein, so viel Ehre kann dem Menschen nicht zuteil werden. Mhm. Dann lesen wir lieber Kerry Mullis. Der hat auch viel mehr zu erzählen. Aber wenn wir uns das ins Bewusstsein zurückführen, welcher Gedankengang dahinter steckt, sozusagen den Menschen, und das wird jetzt spannend, über Transhumanismus halb in eine Maschine, halb in einen Menschen zu verwandeln. Ist er dann noch Mensch? Ist er dann Maschine? Hat er dann noch Empathie? Hat er sie nicht? Hat er noch eine Seele? Hat er keine mehr? Ich glaube, das ist ein Verbrechen, was da begangen wird, was uns auch nicht zusteht, es als Mensch zu tun. Wir pushen damit jemandem ins Handwerk, das sollten wir durchaus lassen. Und wenn ich immer sage, fürchtet euch nicht, dann schließe ich eine Furcht damit immer aus. Das ist die Gottesfurcht und die sollten wir haben. Den Respekt vor Gott, der... Und der Natur. Und der Natur, aber als eins, könnte man als eins betrachten. Ja. Mhm. Dass wir diesen Respekt und diese Furcht behalten und dass wir uns eben nicht einmischen, auch wenn wir das glauben, technisch machen zu können. In Schöpfung, in die DNA, in die Familie. Dieses ganze Woken, das ist ja etwas, was die Familie zerstört. Ja, wenn ein Kind nicht mehr Mama sagen darf, sondern Elternteil 1. Ja, genau, oder gebärende Elternteil. Dann wird es ja schon nicht nur komisch. Ja. Und das Lustige ist ja, 95% der Menschen lehnen das ja ab. Mhm. Und trotzdem kommt's. Ja, weil wir eine Diktatur haben von 2%. Ja. Wieder, was ich immer wieder gesagt habe, nicht die 2% sind schuld, die das wollen, sondern die 98%, die es zulassen. Wenn wir einfach nicht mitmachen, dann haben wir keine Chance. Das ist der springende Punkt. Und das Gleiche gilt für diesen Transhumanismus. Gerade gestern hat jemand gesagt, die Doktorarbeiten, die heute eingereicht werden müssen gendern. Und wenn du es nicht machst, kriegst du Abzug. Ja, ich kenne eine Geschichte eines kleinen Jungen und 10 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, wo das war. Das wird wahrscheinlich Deutschland gewesen sein. In einem anderen kann man sich das gar nicht vorstellen. Der schrieb eine wunderschöne Geschichte über den Hampelmann. Mann. Genau. Das war's. Eine wunderschöne Geschichte über den Hampelmann und bekam dann aber eine ganz schlechte Note, eine 5 oder eine 6, also in Deutschland dann ungenügend oder mangelhaft, weil er schrieb nicht Hampelmensch, sondern Hampelmann. Weil wie krank ist diese Gesellschaft? Mhm. Und das ist für mich auch etwas, wo wir nicht reinpfuschen dürfen und wo wir Abstand von dem sollten. Und das meine ich genau auch mit dem, was ich vorhin eingangs gesagt habe, wenn wir über Roboter sprechen, dann sind das hilfreiche Werkzeuge. Gar keine Frage. Ja, die können uns irgendwelche Fummelarbeiten ersparen, die können ein Auto zusammenschweißen, die können meinetwegen auch Pillendosen reichen, aber sie können keinen kranken Menschen pflegen. Sie können die Pflege unterstützen, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Sie können Arbeiten verrichten, den Menschen anzuheben oder ihm zu helfen, aber sie ist nicht in der Lage, ihn seelisch bei einer Krankheit zu unterstützen. Und diese Grenze, die müssen wir immer wieder ziehen in unserem Leben. Da, wo Empathie gefragt ist, da, wo Seele gefragt ist, das können nur Menschen machen und da sollten wir uns nicht von abbringen lassen.
Du hast jetzt zwei, dreimal das Wort Empathie gebracht. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich da mit Leuten rede oder auf der Straße treffe und, dass dieses Wort Empathie immer mehr irgendwie auch verdrängt wird durch den Stress, durch Ängste. Ja, irgendwie, dass der Mensch so gefordert ist, dass er gar keine Zeit mehr hat, das zuzulassen. Keine Zeit ist ja ein innerer Widerspruch. Ja. Wir haben alle Zeit. Ja, klar. Ja. Also ich habe keine Zeit ist ja ein Ausdruck, der stimmt ja nicht. Ich habe kein Wetter. Ja, ich meine, das ist so, wer bestimmt das? Nein, ich muss mich wieder darauf konzentrieren, das ist was anderes. Ich kann mich nicht darauf konzentrieren. Ich kann mich nicht konzentrieren, darauf empathisch zu sein. Ich will es vielleicht gar nicht sein, ich will ja nicht so viel von mir preisgeben. All das gehört ja mit dazu. Ist auch Verletzlichkeit zeigen. Natürlich. In die Seele gucken lassen. Ja, das ist ja lieber natürlich den Vorhang runterziehen und sagen, hey, richtig. Lass mich bloß in Ruhe. Das sind, denke ich, die Punkte. Ich habe keine Zeit, empathisch zu sein, ist, glaube ich, eine sehr dumme und falsche Aussage. Ich will es einfach nicht. Oder ich habe Angst davor. Oder wenn ich plötzlich Empathie zeige, erkenne ich mich selbst. Selbsterkenntnis. Welche Fehler habe ich eigentlich gemacht? Wo war ich gut? Beides. Ja? Beides sind ja Dinge, die wichtig sind. Was habe ich an Tollem gemacht? Wo habe ich Fehler gemacht? Wo habe ich mich verführen lassen? Oder erpressen? In der letzten Zeit ja häufiger passiert, dass Menschen erpresst wurden. Wo habe ich Angst gehabt vor etwas, was ich nicht einschätzen konnte? Wo hätte ich mich informieren müssen? Das sind alles die Dinge, die spielen damit rein. Und ja, das spüre ich auch. Die Menschen haben sehr viel Zeit. Ganz viel Zeit. Sie nutzen sie falsch. Sie lassen sich berieseln von unserem Fernseher oder sie lassen sich berieseln von Computerspielen. Die Zeit könnten sie besser verbringen, indem sie sich mal mit sich selbst beschäftigen würden. Und dann wächst Empathie, ganz sicher. Selbsterkenntnis. Welchen Weg gehe ich eigentlich? Mal ein Stück weit auch in der Bibel lesen, diesem wunderbaren Buch, wo ich immer sage, da steht so viel drin, wo wir auch für die heutige Zeit lernen können. Nicht nur böse Voraussagungen, ne, sondern auch schöne Sachen, die mir Mut machen. Mhm. Und all diese ganzen Sachen sind, glaube ich, wichtig, um das Leben zu meistern. Roboter gehören nur vordergründig dazu, in Wirklichkeit nicht. Wir haben heute entschieden, dass wir auch ein neues Senderformat ja miteinander aufbauen, wo wir mal wirklich über tiefsinnigere Bücher vorlesen. Ja. Und ich glaube, hier können wir aber die Tür auch öffnen. Wir fangen mit einem Buch an, aber eigentlich gibt es noch ganz andere Dinge, wo uns in der Seele gut tun, hier auch ganz genau mal hinzuhören und die Tiefsinnigkeiten dahinter zu verstehen. Du hast vorhin die Bibel erwähnt. Ich habe es mal versucht zu lesen. Für mich ist das so mühsam. Ich hatte einen Gelehrten hier, der hat mir über Sufismus erklärt, über den Islam, über Mohammed. Und der hat mir das erklärt. Ich dachte, boah, da geht eine Welt auf. Das ist ja mega schön, unfassbar, was da alles erzählt wurde. Ich glaube, wir finden ein paar gute Bücher, die wir den Menschen so richtig bereichernd vermitteln könnten. Ne? Ja, vor allen Dingen Bücher, die Bibel ist natürlich jetzt sehr bekannt und noch nicht verboten. Aber es gibt ja Bücher, die noch nicht so in der Öffentlichkeit bekannt sind, die auch gar nicht in die Öffentlichkeit gelangt sind. Vielleicht sollten wir uns mal mit so etwas beschäftigen. Und ich finde das sehr spannend. Ich kann mich erinnern an meine eigene Kindheit, dass ich es wunderschön fand, wenn man mir vorlas. Ja, das ist etwas, schlafen, nein, die träumen darüber, ist so schön, oder? Genau, das ist aber etwas, was in unserer Zeit völlig verloren gegangen ist. Wer liest noch vor? Oder der Roboter kann es vorlesen. Ja, der hat dann auch die Empathie und die Stimmlage, das zu tun. Absolut richtig. Nein, Ironie aus. Also das ist, ich denke, ein Format, worüber wir uns nachdenken, worüber wir nachdenken sollten. Ja, ich hätte schon eine gute Idee, was wir dort machen könnten, auch was in die Zeit passt, was sehr spannend in die Zeit passt und wo wir ein schönes Ambiente brauchen. Dieses Vorlesen zu versuchen, wir können es versuchen, dieses Vorlesen wieder hoffähig zu machen.
Das würde ja auch zu dir passen. Der Professor macht eine Vorlesung. Oh Gott, ja. Wir kriegen das hin. Ganz sympathisch und eben mit voller Empathie. Ja. Und ohne Maske und mit einer schönen, farbigen Stimme. Hä? Wunderbar, ich freue mich drauf. Mega drauf. Mega. Ja. Ein Kaminfeuer, Rotwein in der Hand. Ein paar Cracker. Sowas in der Art. Ja, ich glaube schon, dass das, dass die Menschen sich das wünschen könnten. Ja, ja, ich glaube auch. Ja, wir würden wahrscheinlich den ganzen Saal mit Plätzen füllen können für die Vorlesung. Wenn du da bist, sowieso, keine Frage. Aber wir möchten es ja nicht nur ein paar Leuten schenken, sondern Wissen und der Inhalt von diesen Büchern, wo wir jetzt gerade sprechen, sondern wirklich ganz, ganz vielen Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause. In diesem Sinne, herzlichen Dank nochmals, lieber Professor Dr. Stefan Hockertz. Immer wieder schön, was du wieder für Themen zusammenbringst. Robotokratie war das Motto dieser Sendung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Sie keine Angst. Wir haben jetzt gehört, was sich dahinter verbirgt. Es ist immer letztendlich ein Mensch. Alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.